Hallo Freunde, da sind wir wieder. Und bevor wir uns jetzt bei Rick das Päckchen abholen, dachte ich mir, laufe ich kurz hier runter und gehe zumindest dann gucken, was hier unten ist. Okay, ich wusste nicht, dass es hier unten quasi zum Strand geht. Aber dann können wir auch genauso gut kurz den Schatz zumindest holen. Was ist das denn hier? Oder kurz die kleine Höhle hier erkunden. Alles klar. Gib ihm auf die Fresse. Ah, bei uns kannst du wieder früh genug sassen. Du warst quasi sofort mit dabei. Spacken, ey. Ein Hühlchen zum Erforschen. Ein Kistchen. Ein Trüchchen. Noch eine Ratte. Und noch eine Ratte. Oder Piratenleben. Ein Trank. Das Gefährlichste an Einhand Willi war seine Hakenhand. Jeder, der sich mit Willi auf einen Zweikampf einließ, bekam sie zu spüren. Willi kehrte von der Insel der Toten nie zurück. Tja, was haben wir denn da? Ein paar geile Affen. Gib dem Gorilla. Pow, pow, pow. Und gib ihm. Die ganzen kleinen Äffchen hier. Alles klar. So bin ich jetzt ausgekommen. Oh Leute, jetzt bin ich quasi gleich wieder zurück. Okay, dann kann ich das Stückchen jetzt auch noch laufen. Ist da lang? Was ist da? Ah, da komme ich dann quasi wieder zum Gang. Ich bin quasi so jetzt hier durch. Boah, dann. Komm, dann laufen wir das Stückchen halt noch. Bis zu, na, Linksbums. Okay, oder wir laufen nicht, wir machen einfach nur die Truhe hier auf, die hier liegt. Damit können wir auch leben. Okay. Zumindest kurz noch erkunden, was da noch so geht. Aber der dürfte vielleicht nicht so viel gehen, wa? Na gut, da sind noch ein paar Affen. Können wir uns ja kurz wegsnacken. Aber wir sind ja mit einem Schlag tot. Das ist eine andere Affe. So, dann haben wir da noch ein Trüchen. Juhu! Dann so rum. Ach, gut. Und jetzt quasi stehe ich wieder hier vorne. Sehr gut. Na egal, jetzt gehe ich mir auch. Ja, jetzt brauche ich auch nicht erst bis da oben auf. Kann ich mal genauso beschützen. Als allererstes die Dingsbums. Das Päckchen. Erstmal die Geschichten wieder an über vergangene Tage und große Piraten.
Der alte Mac wartet auf seine Lieferung. Ach ja, ich habe ihn total vergessen. Ich werde die Sache sofort erledigen. Lass mal gut sein, ich mach das schon. Wirklich? Das ist nett, Sir. Hier sind seine wöchentlichen Rationen. Und sag ihm, es wird nicht wieder vorkommen. Mach ich. Morisch. Ab dafür. Da bist du. Hast du dein Päckchen? Rick hat dich tatsächlich vergessen. Es soll nicht wieder vorkommen. Ja, ja, sei es drum. Danke für deine Mühe. Was ist nun mit den Geschichten? Ach ja, wo waren wir stehen geblieben? Reden wir über die Kapitäne. Was weißt du über Captain Garcia? Garcia war schon immer ein gieriger, unbarmherziger Hund. Er soll an den Rang eines Kapitäns gekommen sein, indem er seinen damaligen Captain erdrosselt hat. Seitdem ist dann viel Gold gekommen. Und man sagt sich, dass ein Schatz irgendwo in der Südsee vergraben sein soll. Gesehen wurde er zuletzt irgendwo in Caldera. Garcia war dort eine Zeit lang im Kerker und hat sich dann irgendwie freigekauft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sein Weg ihn dorthin führt, wo es besonders viel Gold gibt. Mhm. Erzähl mir was über Captain Stahlbart. Ja, Captain Stahlbart. Welcher Pirat wäre nicht gerne unter seiner Flagge gesegelt? Sein altes Schiff, die Eleanor, war selbst im alten Königreich gefürstet. Seine Kaperfahrten waren legendär. Der König selbst habe damals sein bestes Schiff gegen Stahlbart in die See geschickt. Und gewonnen. Stahlbart überlebte als einziger und schwamm zurück zum Festland, wo ein Teil seiner Crew ein Schmugglerlager aufgeschlagen hatte. Alter Vater. Wie es ihm gelungen ist, von dort zu entkommen, ist bis heute noch umstritten. Stahlbart war jedoch immer gut mit Admiral Alvarez befreundet. Du kannst ihn ja mal fragen. Okay. Wegen Mara. Was weißt du über Mara? Mara? Also, hört zu. Sie ist ein mächtiges und sehr, sehr altes Wesen. Ihre Schönheit ist so anziehend wie die Stimme einer Sirene und wird nur von ihrer Boshaftigkeit übertroffen. Sie war sehr lange in ihrem Gefängnis eingesperrt, bis die ersten Titanen an die Oberfläche kamen. Sie hat all die Jahre Zeit gehabt, sich zu überlegen, wie sie sich an uns rächen will. Und nun wurde sie zu allem Überfluss auch noch befreit. Mhm. Wie ist Mara entkommen? Es gab schon lange eine Legende über den Wassertempel. Man sagte sich, es würden große Schätze darin verwahrt. Schwierig für einen Piraten da zu widerstehen. Und weiter? Nun, Admiral Alvarez setzte sich mit den Piratenkapitänen an einen Tisch. Sie hackten eine der größten Kaperfahrten ihrer Zeit aus und plünderten den Wassertempel. Dummerweise befreiten sie ganz nebenbei Mara aus ihrem Gefängnis. Großartig. Dumm gelaufen. Wofür will sich Mara rächen? Für ihre Gefangenschaft natürlich. Was ist denn damals passiert? Es hat mal eine Zeit gegeben, in der Mara schon einmal sehr mächtig war. Damals haben die Menschen es irgendwie geschafft, sie zu bannen. Aber was genau vorgefallen ist, können dir heute wohl nur noch die Toten erzählen. Ich glaube, dann will ich es gar nicht so genau wissen. Mhm. Wie kann man Mara aufhalten? Es gab mal eine Geschichte von einem jungen Mann, die ist noch gar nicht so alt. Man erzählte sich, er sei als Schiffbrüchiger an eine Insel gespült worden. Die Insel jedoch wurde von einem Feuertitan bedroht, der aus der Tiefe eines Vulkans ausbrechen wollte. Tja. Dieser junge Mann, Verizon 1 gespielt hat, Mut, Ehrgeiz und mit ein wenig Unterstützung, den Titan zu bezwingen. Mara wird man mit denselben Mitteln schlagen können, denke ich. Ich dachte, es sei alles bis auf die südlichen Inseln von den Titanen verwüstet worden. Ja, aber die Geschichten nicht, mein Freund. Die Geschichten nicht. Na, dann weiß ich ja Bescheid. Wie bitte? Schon gut. Ich bin müde. Tja, das war der alte Mac. Das mit dem Affen, der macht mich erst nervös. Ich will wissen, wo man hier noch was abzocken kann. Wir gehen jetzt erstmal endlich den Schatz holen. Und nehmen natürlich davon diese Dinger mit. Juhu, Schädelblüte.
What? Andere war nur wieder Bones. Boniac. Irgendwie finde ich den nicht so prickelnd. Ich dachte eigentlich, der ist richtig geil mit seinen Zaubern rum und macht Blitze oder Gewitter oder irgendwie sowas. Aber nix macht der. Ich finde schon krass, also teilweise, wie viele schwache Affen hier sind. Und wie viele große Affen, also wie Gorillas oder so. Das ist schon eine interessante Mischung. Oh, da steht einfach so eine Kiste, ey. Ein Cup. Naja, was mit immer. 888 Gold. Wir wandern erstmal den Strand noch entlang. Echt mal, wollt ihr uns hier absnacken oder was? Und so nicht. Gib ihm. Und. Alter Vetter. Lass mich doch mal in Ruhe da vorne gucken, was das so gibt. Schulter nur gucken. Achso, da vorne geht's wieder in die Höhle, wo man zurückläuft. Alles klar. Dann laufen wir jetzt hier durch. No. Fast da. Oh ja, fast. Ein Chiliblütchen. Gaganuss. Ein linker Stiefel. Was genau macht der linke Stiefel? Geigenstück, keine Umgucke. Was genau macht der linke Stiefel? Das Logbuch war... Der Flachmann. Ausrüstung. Kann man die anziehen? Ja, oder? Nein. Oh, ich muss auch noch neue Ausrüstung nochmal gucken. Piratenanhänger, Seelenrufer, Voodoo-Nadel, nichts. Galgen, Kanonen, Pulverbeutel, Silbereisen, Piraten. Gute Halbstiefel, Matrosenringstaber, Zut, Nietenhosen, Sperramantel. Sperramantel, Piratenanhänger, Staber, Zut, Schrumpfkopf, Piratenanhänger, Klingenring. Guter Handspiegel, zerbrochene Rassel. Ja, aber auch Foto. So, was soll ich sagen? Stiefel gefunden und jetzt auch noch eine geile Truhe mit ein bisschen Glück. Na los, wurde schneller. Ganz schön schwer. Zarek, tut mir leid, du warst zu langsam. Meine Truhe. Na, schön. So, sollte ich jetzt wieder zurücklaufen? Ne, da, zu der Hütte noch, hm? Wer den Schaden hat, braucht... Die Schiffsausrüstung, ja. Nachrichten aus der Welt des Lebenden. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber bevor wir zu den Anglern gehen, fragen wir den Typ nochmal, wiefern der jetzt meinen Schiffe kennt, meinen ehemaligen.
Vielleicht redet der nochmal mit mir und gibt da irgendwelche extra Informationen preis. Ich habe jetzt wichtig. So. Oder er sagt auch nichts. Und gibt keine extra Informationen preis. Dann eben nicht. Wenn er nicht möchte, dann eben nicht. Stimmt, das ist wieder das Äffchen. Okay, also immer wenn es ein Äffchen gibt, dann gibt es auch die Möglichkeit, jemanden abzuzocken. Check. Soweit habe ich das verstanden. Das heißt, wenn beim Max-Turm oben ein Äffchen ist, muss es da auf jeden Fall was geben. Irgendwas müsste es dann da geben. Wo kann ich hier Fisch kaufen? Wie viele brauchst du denn? Eine ganze Menge. Da musst du zu den Fischern am Oststrand von Antigua. An der Wasserstelle weiter ins Inland und dann irgendwann rechts nach Osten ab. Wow, das war für deinen betrunkenen Zustand eine recht präzise Wegbeschreibung. Gut, wa? Aber geil. Warum nicht, wenn der ganze Zeit nur Wasser schleppt, der soll ruhig was saufen. Das ist immer noch gut, dass ich falsch machen. Ist ja nicht so, als wenn er damit irgendjemanden umbringen würde. Wobei, im Zweifel lässt er ein Wasserfass auf irgendeine runterfallen. Und dann ist irgendwie vorbei oder so. Ein blauen Krallen. Erledigt, du sagst es. Und gib ihm! Pow! Pow! Oh ja. Richtiger Weg. Ja doch, wird schon passen. Was ist das denn da? Ist das so eine Monsterspinne? Das ist eine von diesen Grabspinnen. Das sind echt bis jetzt die schlimmsten Gegner, die ich im Spiel gesehen habe. Ja, irgendwie mega stark und so. Solange Bones die da vorne aufhält. Gib hier und ein Schuss noch, sagst du? Boah! Da kann man ihn nicht mehr ausnehmen. Ah ja, und da vorne ist das Fischerlager dann. Sehr schön. Und das erkunden wir. Oh ja. Es tut mir leid, aber ihr wisst, was jetzt kommt in der nächsten Folge. Ciao.